Hey, cool. Lernen, wie man Laserschlingen erzeugt. Boah, was? 17 Minuten? Ja, egal. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Photoshop Lernen für Profis. Mein Name ist Ceo, ich bin 13 Jahre alt, komme aus dem Schwarzwald und gehe auch dort zur Schule. Ich bin gerade in der 5. Klasse und dort lerne ich auch immer. Ja, ist gut. Und deshalb möchte ich euch heute zeigen, wie mein Bild mit Laserschlangen verzieren kann. Ja, das ist Aber genau das, was ich das ist lernen mein neues Intro. will. Boah, Alter. Boah, ist das dein Ernst? Um ein Bild mit einer Laserschlange zu verzieren, musst du erst einmal ein neues Dokument öffnen. Das machst du hier auf Datei. Und dann klickst du auf Neu. Ja, komm, jeder Natürlich weiß kannst du das. auch den Shortcut, also den Tastenkürzel Command-N nutzen. Nicht erschrecken, solltest du diesen nicht haben. Du sitzt wahrscheinlich gerade an einem Windows-Rechner. Windows hat natürlich keine Command, sondern eine Steuerungstaste. Nicht zu verwechseln mit Escape oder Pause unterbrechen. Wenn du diesen Punkt also gefunden hast, musst du als nächstes deine linke Maustaste betätigen. Dies ruft einen Vorgang im System der Maus hervor, welches einen Befehl zum Rechner verschickt, an dem du gerade arbeitest. Dabei ist es egal, ob du einen Macintosh-Computer oder einen Windows-Rechner verwendest. Es ist vollkommen egal, was für eine Maus ihr dafür verwendet. Ich zum Beispiel habe eine Logitech-Maus, welche ich auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Solltet ihr diese kaufen wollen, natürlich geht das auch mit einer roten Maus oder einer blauen Maus. Aber am besten ist immer noch meine Maus mit dem Pink Fluffy Zeocon drauf. Aber auf keinen Fall solltet ihr eine echte Maus verwenden. Mäuse sind nämlich wirklich in verschiedenen Alter, komm zum Punkt! Wenn wir also unsere Datei mit dem Bild erstellt haben, müssen wir nur noch die nötigen Filter darüber schmeißen, um die Laserschlinge zu erzeugen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Schaut gerne nochmal bei mir vorbei und tschüss. Dieses Video ist eine abgeänderte Übersetzung vom YouTuber Sugar Zaza. Klickt links auf das Fenster, um euch das Original anzusehen. Come on, get to the point. Und darunter könnt ihr euch das neue Video von Ceo anschauen, bei dem ich dieses Mal zu Gast war. Was? Sich öffentlich streiten? Wie kann man das noch machen? Um das zu machen, müsst ihr nur euren linken Mauszeiger verwenden, welcher über den Rechner einen Befehl an YouTube weitergibt. Oder klickt gleich auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.